ich bin Zimmer Sam und herzlich willkommen zu meinem 100 Abonnenten Special. Ich habe mir was ganz Besonderes ausgedacht, denn ich habe ziemlich einen Hunger und gedacht, wir können doch einfach mal einen 100 Abonnenten Special Burger machen. Let's go. So, wir befinden uns jetzt hier an der Theke. Ich habe hier einen Teller. Eigentlich wollte ich darauf die ganzen Zutaten tun, aber ihr seht ja, das ist einfach viel zu viel. Deswegen stelle ich euch das Ganze jetzt einmal im Kurzdurchlauf vor. Etwas Eisbergsalat hat einfach gar keine Kalorien, aber schmeckt lecker. Meiner Meinung nach, viele Leute mögen ihn nicht, aber ich mag ihn. Dann habe ich mir so eine Burgersoße ausgesucht. American Burgersoße, müsste ganz gut schmecken. Darf natürlich nicht fehlen. Ich feier's. Stecken wir uns einfach in den Burger rein, wenn er fertig ist. Und dann sieht es auch nach einem Special Burger aus. Die XXL, wie es hier drauf steht, Burgerbrötchen, etwas Schmelzkäse und my favorite Tomaten. Das Ganze stelle ich jetzt wieder zur Seite. Und ich sehe gerade, mein Hund kommt an. Der sucht hier natürlich auch nach Essen. Ich glaube, ich zeige euch den einfach mal. Ist der nicht süß? Also wenn nicht, dann weiß ich auch nicht. Du bist jetzt Anteil des 100 Abonnenten Specials. So, das erste, was wir jetzt machen, ist, wir nehmen uns die Brötchen und schneiden die auf. So, da habe ich auch schon das Brötchen. Und ich finde die Idee einfach ziemlich cool, ein Abo-Special in Form von einem Burger zu machen. Also, ich glaube, das hat echt noch niemand gemacht. Und ich feiere die Idee einfach. Deswegen gibt es auch am Ende des Videos einen Geschmackstest. Und da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, wie das Ganze schmecken wird. Die Brötchen zerfallen auch leider ziemlich. Das ist das Ergebnis. Nicht so geil wie irgendwo anders, aber es ist ja do-it-yourself. Und ich glaube, wenn man es do-it-yourself macht, dann schmeckt es auch am besten. Das kommt erstmal zur Seite. Und soweit ich weiß, ist das Erste, was wir jetzt machen müssen. Bulettenbraten. Und die hole ich jetzt erstmal aus dem Kühlschrank. Bam, da haben wir es. Erstmal aufmachen, das gute Stück. Und das ist ein saftiges Stück. Und wir switchen jetzt einmal auf die Pfanne. So, das erste, was wir machen, ist natürlich etwas Öl in die Pfanne geben. Und da tun wir einfach mal einen kleinen Klecks rein, weil ich ja nicht so fettiges Fleisch haben möchte. Das verteilen wir jetzt hier einmal ein bisschen drin. Und dann machen wir auch mal den Herd hier an. Damit es schnell geht, erstmal auf 8,5. Und ich spüre schon, wie das Ganze warm wird. Und wenn das gleich anfängt, ein bisschen heißer zu sein, lege ich auch schon mal die Bulette rein. So Leute, ich habe hier den bekannten Pfannenwender von SpongeBob. Und mit dem drehen wir jetzt einmal die leckere Bulette um. Hier haben wir jetzt auch schon die Bulette und die ist mir ziemlich gelungen, muss ich sagen. Das heißt, die kann jetzt wieder in den Kühlschrank und wir können jetzt mit dem richtig leckeren Beilagen weitermachen. Zuerst haben wir hier die Brötchen und ich würde sagen, wir fangen mal mit der Unterseite an. Was wir da zuerst drauf tun, ist meiner Meinung nach Salat. Der sieht echt fabelhaft aus und da reiße ich jetzt ein paar Stücke ab und wasche die und der Rest kommt dann auch in den Kühlschrank. Diese leckeren Stücke Salat werde ich jetzt einmal unter dem Wasser anhalten. Und da bin ich auch wieder mit gewaschenem Salat. Den tue ich jetzt einmal auf die untere Seite drauf. Nicht zu viel, denn wir wollen vor oben ja auch noch was haben. Und das Ganze soll ja auch lecker sein. Ziemlich knusprig. Ich mag es nämlich knusprig. So, jetzt würde ich sagen, kann man schon die Bulette drauf tun. Das mache ich mit dem guten SpongeBob-Pfannenwender. Das sieht echt lecker aus. Jetzt habe ich hier so eine richtig coole Burgersoße, American Burger Sauce. Und ich will mal ausprobieren, wie die so schmeckt, denn die hatte ich auch noch nie probiert. Und da bin ich jetzt echt mal gespannt. Ich habe nasse Finger, mal gucken, ob es trotzdem geht. So, jetzt habe ich das Ganze auch abgefummelt und kann den Deckel wieder guten Gewissens drauf tun. Achso, okay, das ist eine ganz normale Öffnung. Ich dachte schon, das wäre irgendwie verschweißt oder so. Und was wir jetzt ausprobieren, ich weiß nicht, ob es klappt, das ist nämlich ein ziemlich großer Deckel. Ich versuche da jetzt mal eine 100 drauf zu machen. Und
Ich bin kein Künstler, also ich glaube, das wird ziemlich verkrüppelt aussehen. Let's go. Also wenn das eine 100 sein soll, dann weiß ich auch nicht. Man kann es irgendwie andeutig erkennen, aber ich glaube nicht, dass jetzt jemand sehen würde, ach cool, das ist eine 100. So, aber davon lassen wir uns nicht ablenken. Es ist trotzdem mein 100 Special Burger, auch wenn die 100 nicht ganz gelungen ist. Jetzt würde ich sagen, kommt der Käse drauf. Und ich bin ein ziemlich großer Käse-Fan. Aber ich muss sagen, beim Burger mag ich die Tomaten noch mehr. Mensch, mein Hund will Futter haben. Das ist ja mal was ganz Neues. Dem gebe ich jetzt mal was zu futtern. So, einmal hier. Hat er leer gefuttert, bis auf einen Teil. Muffin. So geht das nicht. Du hast bis auf eins alles leer gefuttert. Aber das eine kannst du dann haben, wenn es dich glücklich macht. So, alles wieder richtig eingestellt und jetzt, wo waren wir dran? Am Käse. Let's go. Ich habe hier extra so Schmelzkäse geholt, weil ich den ziemlich cool finde und ich finde, der passt gut zu Burgern. Warum da jetzt so ein Papier dran ist, man weiß es nicht. Auf jeden Fall kommt der jetzt da drauf und der Rest kommt auch wieder in den Kühlschrank. Als nächstes kommt mein absoluter Favorite, die Tomaten, habe ich aber schon, glaube ich, oft genug gesagt. Da nehmen wir uns einfach mal eine Tomate hier raus, aus dem Säckchen und schneiden die mal ein bisschen klein. Das ist jetzt ein bisschen viel für einen Burger, aber ich tue es einfach mal trotzdem drauf. So viel wie möglich halt. Okay, da passt echt nicht viel drauf. So. 100 Abonnenten Special Burger, bitte halte. Ja, mehr geht da leider nicht drauf. Die Tomaten werden auf jeden Fall trotzdem noch gegessen. Denn wir verschwenden hier bei Cinesam natürlich nichts. Jetzt kommt noch ein bisschen Salat oben drauf. Ich glaube, ich habe echt zu viel Salat genommen. Zu viel von allem. Aber es wird auch ein richtig leckerer Burger, muss man dazu ja sagen. Jetzt kann man hier noch eine Tomate drauflegen. Und ich würde sagen, das ist doch mal ein ziemlich phänomenaler Burger. Jetzt kommt der Deckel drauf. Okay, ich glaube, ich habe mit dem Deckel angefangen und das ist der Boden. Das ist der Upside-Down-Burger, okay? Merkt euch, der 100 Abonnenten-Special ist der Upside-Down-Burger. Er ist einfach falsch rum. Und wenn ich ihn jetzt umdrehen würde, wird alles kaputt gehen. Deswegen lasse ich den einfach so und wir nennen ihn Upside-Down-Burger. Und jetzt kommt natürlich das Specialigste des Specialigsten, genau. Und welche Farbe nehmen wir denn mal? Grün finde ich ganz schön. Müssen wir mal da irgendwie reinkriegen, das sind glaube ich Strohhalme oder so. So. Dann nehmen wir noch einen gelben oder Gold natürlich. Ist ja die Farbe des Jubiläums oder so. Ah, ich habe es mir ausgedacht, glaube ich. Und noch einen blauen, der irgendwie nicht aufgehen will. Achso, da muss man dieses Teil lösen. So, Upside Down Burger ist auf jeden Fall, würde ich sagen, ready. Und jetzt kommt der Geschmackstest. Macht euch gespannt. So Leute, ich bin richtig gespannt. Jetzt kommt der Geschmackstest. Let's go. Hier nochmal vom Nahen der Upside Down Burger. Er ist einfach falsch rum, aber ich glaube, das ändert nichts am Geschmack. Ich probiere ihn jetzt. Aus welchem Grund auch immer, ich kann ihn hochheben. Boah, ich muss so einen Teller hier aufpassen. Und ich hoffe, ich bin im Bild. Jetzt kommt der erste Geschmackstest. Let's go. Ich muss sagen, die Soße ist echt lecker. Wer es nachmachen will, das Rezept habt ihr im Video gesehen. Macht mal mit dem Hashtag Upside Down Burger auf Instagram ein Foto von eurem Burger, wenn ihr den nachmacht. Ja, das war's mit meinem 100 Abonnenten-Special. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist nicht ganz so hochqualitativ, aber ich habe halt versucht, was Innovatives zu machen. Und mir schmeckt der Burger gut, den esse ich jetzt natürlich auf. Ich habe Mordshunger von diesem Video bekommen. Und wenn ihr mehr Kochvideos oder so sehen wollt, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Und jetzt am Ende habe ich noch eine kleine Info. Ich bin jetzt nämlich 4 Wochen weg bis zum 11. August. Und danach geht es dann wahrscheinlich wieder ganz normal weiter. Und Videos kommen halt trotzdem in Wochen, aber halt, ich bin nicht aktiv, weil ich halt nicht da bin. Aber die werden halt automatisch veröffentlicht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.